Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer, ich glaube 44 ist es, von Astronia. Ja, ich habe ein bisschen weitergemacht. Hier steht schon das kleine Shuttle. Das habe ich dann schon so weit vorbereitet, dass wir hier den Sauerstoffmacher, der da reinkommt. Hier hinter mir wurde gerade eine Plattform noch gemacht für den großen Drucker, wollte ich haben. Wir müssen uns dann noch um die Schubdüse, Feststoffraketen-Dings da kümmern. Da brauchte man, glaube ich, Aluminium und Ammonium drum. Sollten wir aber auch sogar haben. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier erstmal fertig kriegen, da reinbauen. Wunderbar. Jetzt müssten wir nur gucken. Aber wir brauchten auch noch, um die Feststoffrakete zu forschen, glaube, braucht man noch Erfahrungspunkte, ne? Bauer Oxygenator ist jetzt drin. Jetzt fehlt uns nur eine Feststoffschubdüse. Und dann sind wir schon mal so weit, dass wir hier wegfliegen können. Die Feststoffdüse war hier. Hydrazin, nee, die nicht. Die andere ist das. Ein nach da und nee, Bahnpfeiler ist auch verkehrt, ne? Feststoffschubdüse, da ist er. Da brauchen wir Aluminium und Ammonium, aber wir brauchen 500 Punkte. Wir haben 436. Das heißt, wir müssen mal irgendwo so eine große Probe herkriegen, dass wir ordentlich forschen können, ne? Das ist jetzt gerade so ein kleines Problem. Die Sonne ist aufgegangen, es gibt da Strom. Ammonium wäre, glaube ich, hier, ne? Ne, das ist Quarz. Ammonium war das gelb? Ich glaube, das war gelb. Ja, da ist es. Also das Material dafür sollten wir eigentlich da haben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir gerade noch so ein paar Proben erstmal uns besorgen, glaube ich. Das machen wir alles nach dem Intro, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, steigen wir mal hier ins Auto ein. Grünes Zeug ist genug dran. Okay, dann geht's. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir Proben irgendwo herkriegen. Am idealsten wäre natürlich eine große Probe zu finden, aber keine Ahnung, wo die wieder ist. Irgendwo in den Bäumen könnte man sowas zum Beispiel finden. Da müssen wir mal gerade, da links sind auf jeden Fall kleine Proben. Und ja, ich nehme jetzt erstmal die kleinen Proben, weil hat ja anders gerade wieder keinen Sinn. Vielleicht finden wir noch eine große. Also da aufs Auto steigen und weiterfahren. Da ist schon beispielsweise eine große. Wie der Teufel immer so will, hier rechts ist eine große. Die geht da drauf. Die geht hier vorne dran und die geht im Rucksack, oder? Ich meine, ich hätte das alles schon leer gemacht und da findet sich die zweite große. Die geht da drauf. Gut, wunderbar, dann können wir zurückfahren. Haben wir ordentlich jetzt was eingeladen, dass das alles soweit klappt. Wie viel Platz hätten wir im Rucksack? Auf dem Bild sieht man natürlich nicht so viel, dass da im Rucksack Platz ist. Aber fahren wir erstmal mit den beiden weiter zurück. Hier rechts ist eine Kugel, aber da ist nichts dran. Ja, und da hinten das... Oh. Forscht das da hinten eigentlich? Ja, das läuft. Das ist gut. Bei Sonne geht's. Dann bin ich ja froh. Gut, das heißt, wir fahren hier hin und schauen, dass wir hier das alles hinkriegen, was wir jetzt gerade noch machen wollen, ne? Der kommt da rein. Achso, den müssen wir mal ganz schnell hier ausmachen. Der verbraucht gerade Strom ohne Sinn und Verstand. Der ist drinne und die kommt daneben. Wunderbar. Und die kann auf die andere Seite. So, jetzt müssten wir eigentlich Punkte genug dafür kriegen. Schauen wir mal. Im Rucksack habe ich noch eine Probe, sehe ich gerade. Die kann also auch noch darauf. Die packen wir auch noch dahin. So, nee, das wollte ich gar nicht. Das zurück. Wir forschen gerade ganz gut. Das ist schon mal schön. Und müssen hier hin und hoffen, ja, ist schon erreicht. Feststoffschubdüse können wir jetzt hier erforschen. Erforsche Feststoffschubdüse, ist erledigt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier die auswählen wahrscheinlich. Ich hoffe, das war hier. Sauerstoffmacher, mittlere Schredder. Weiß ich aber nicht, ob das hier drin ist. Hänger, da war sie. So,
So, Aluminium rein und Ammonium rein, dann geht's los. Nee, Escape. Aluminium hängt schon direkt hier neben und voll daneben gefallen. Und Ammonium war da vorne. Und F drücken und starten. Gut, dann wird da auch gedruckt. Das war unsere große Plattform. Die wollte ich da hinten hinbauen für den Drucker. Machen wir dann mal, oder? Einmal aufbauen. Dann kann der da auch schön drauf stehen und das passt dann. Kabelstecker einfach da dran und alles ist gut. So, dann haben wir einen großen Drucker, der ja, sinnigerweise eigentlich umgekehrt wäre. Wie dreht man? Nee, wie war denn drehen hier mit X? Mit C, okay. So passt's, dann kann er noch da drucken. Okay, da wird geforscht, allerdings ist gerade wieder mal der Strom alle, weil die Sonne weg ist. Da sind wir auch noch nicht glücklich mit, ne? Ja, hier müsste man auch noch was dran basteln, ne? Was brauchten wir da alles? Keine verfügbar, inaktiv, ja. Da waren so Kugeln zum Beispiel gefragt. So, jetzt haben wir hier unsere Feststoffschubdüse. Und ich habe jetzt überhaupt keinen blassen Schimmer. Also die muss ich erstmal auspacken wahrscheinlich. Und dann kann ich die da drunter bauen wahrscheinlich. Und fertig, zu unbekannten Teilen. Ja, jetzt hätte ich die Möglichkeit dann wegzufliegen. Schauen wir nochmal hier rein. Neue Missionen. Und Prototypbergung. Okay. Was der da uns jetzt alles vorschlägt, ist schon krass, ne? Erforsche andere Planeten, um neue Ressourcen zu finden. Ist klar. Gegenstand, QTRTG kriegen wir dann. Und Feststoffschubdüse Gegenstand. Okay. Auch interessant. Jetzt fliegen die Klamotten darauf. Alles ist gut. So, platziere Unterkunft auf anderen Planeten, platziere Landeplattform auf anderen Planeten. Errichte ein Zuhause fern von zu Hause. Genau so ist es ja. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Können wir hier schon mal anheften, oder? Gefüllter Speicher. Nee, warte mal, jetzt habe ich das ausgemacht, das andere Ding, ne? Statt ein Terrarium, ach, ich habe doch irgendwo ein Terrarium gekriegt, das hier ist eine Aufgabe. Statt ein Terrarium mit Zink aus, statt ein Terrarium mit, ah. Gut. Rede, Überprüfung, Augen auf. Wo ist denn jetzt die Aufgabe? Natürlich ist die jetzt mal gerade futsch gegangen, ne? Da ist sie. Ich habe die abgewählt, ne? Finde Fahrzeugdatenschreiber auf D-Solo. Zerstöre Datenschreiber, hol dir einen Exoship. Okay, die Solo sollte unser Ziel sein dann, weil das ist frisch dazugekommen. Sauerstofftank, schalte Dynamit frei. Okay, das kann ich noch nicht, weil noch nicht genug Forschungspunkte dabei sind. Ja, den Forschungskanister, den habe ich glaube auch noch nicht hingekriegt. Gut, aber unsere Rakete ist jetzt fertig. Jetzt, warte mal, jetzt müsste man mal gucken. Ich fliege einfach mal los, ne? Guck, was auf einem anderen Planeten ist. Ich habe aber keine Unterkunft da, ne? Aber wenn ich die drucken will, die Unterkunft, ah, warte mal, die kann ich ja hier drucken und kann die dann mitnehmen. An dem Ding sind ja wohl Plätze frei, wo ich da was andocken kann, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ich betrete das Ding mal. Spiel speichert. Okay, verlassen, in den Orbit schießen, zu anderen Planeten schießen. Okay. Interplanetarische Fahrzeuge liefern Energie und Sauerstoff, benötigt ein Triebwerk. Okay, Kraftstoff 100%, Starts 4. Alles klar. Oh, das war falsch. Aussteigen geht da. Gut, der Drucker kann eine Unterkunft drucken und die soll ich ja irgendwo da auch errichten, ne? Aber ich habe keinen Kunststoff, also kannst du das schon wieder abhaken. Kann ich erstmal nicht. Was machen wir jetzt? Wir steigen da ein. In den Orbit schießen oder zu anderen Planeten schießen? Ich schieße erstmal in den Orbit. Okay. Beschleunigen, verlangsamen. Okay. Nehme ich V. Aha. Ich bin jetzt auf Silber und
Desolo ist da. Dann fliegen wir nach Desolo erstmal hin, ne? Reise nach Desolo. Okay. Natürliche Lage. Natürliche Lage. Ist das denn auch eine natürliche Lage? Komm, wir nehmen die, ist egal. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ich habe kein. Okay, erstmal in irgendeinen Krater reingelandet. Ja, dann sehen uns die anderen erstmal nicht, ne? Das ist ja auch vielleicht gut. Verlassen. Gibt es hier eine Sauerstoffversorgung? Ja, muss es ja. Was ist das da? Scannen wir das. Das gibt Forschungspunkte, oder? Ja. So, gibt es hier irgendwie was in der Höhle noch? In dem Loch hier noch? Nein. Wenn ich jetzt hier T drücke, ne? Ja, dann kann ich schon mal eine Leitung bauen. Komme ich da hoch? Kommen wir nicht aus dem Krater hier raus, ne? Sind wir doch rausgekommen und wir haben gerade ein T. Oh! Region Flachland. Hier gibt es ganz viel von dem Zeug hier. Ist das da hinten böse? Sieht so aus, weil ein Rot ist, dann ist böse, ne? Okay, der passte natürlich nicht. Gucken wir erstmal näher. Ich weiß nicht, ob das böse ist. Oh, das ist ein Geysir oder sowas. Gefahr durchwurzelt. Okay, und das andere auch Gefahr durchwurzeln? Da steht nichts dran. Alles durchwurzeln. Okay, die möchte ich dann nicht näher untersuchen. Das ist, geht runter, aber nicht weit. Ja. Oh, wir sind schon voll. Ah, gut geklappt, ne? Sind wir voll, weil das so hier so ertragreich ist? Kann das sein? Aber Wolf, wie heißt das Zeug? Das brauche ich, nichts anderes. Ich weiß nicht, ob ich ins Shuttle was reinpacken kann. Muss ich mal gucken. Ich schmeiß das erstmal da rein. Ich hoffe, wir landen immer an der gleichen Stelle. Da ist, Gemisch. Da ist so eine Kapsel. Da ist wieder Gefahr. Da sind welche Sachen zum Anpacken. Ich will mal gucken, ob ich da was von mitnehmen kann. Ja, Forschungsprobe. Aber ich habe jetzt ganz viel Harz auf dem Rucksack, ne? Aber ich brauche Wolfram. Ich habe ja gleich diese Dinger leer, ne? Dann müsste ich ja wieder was laden können. Da vorne, was ist das? Ist das das Wolfram mit oder wie das heißt? Okay, reicht noch nicht hier hingehen. Was ist das? Ammonium. Nee, Ammonium wollte ich nicht haben. So ein Shit. Jetzt ist hier auch noch dunkel. Sehe ich nichts. Was ist das? Organisches Zeug. Gibt es hier noch was anderes? Da vorne könnte noch was sein. Einmal Sauerstoff nachladen, hier. Das passt schon mal. Ah, das ist alles Gemisch. Da hinten gibt es wieder Teile hier, sag schon. Hm.
Sind diese viereckigen Klötze was anderes? Nee. Hier hilft es mir gerade nicht weiter. Kein Material für mich hierbei. Das heißt, ich gehe hier nicht weiter, weil das bringt mir nicht. Vielleicht in diese Richtung. Gucken wir mal hier weiter. Das ist auch Ammonium, ne? Passt noch. Das ist irgendwie organisches Zeug. Alles organisches Zeug, okay. Da ist das Gemisch gewesen. Tee passt noch nicht ganz. Jetzt passt Tee. Ich glaube, drei Stück haben wir noch. Gehen wir mal in diese Richtung weiter. Der passte nicht mehr. Ich hoffe, dass ich mal irgendwo das Zeug finde, welches ich brauche. Ich sehe es aber gerade nicht so wirklich. Das ist Gemisch. Haben wir noch einen Pin? Ich glaube nicht mehr, ne? Ne, sind alle. Aber da ist Gemisch, das bedeutet, wir können Neues machen. Kann sein, dass es hier reichhaltiger alles ist. Ne, das war falsch. Rucksack auf. Energiezellen, kleine Batterien, Stromverlängerung, Boostanpassung, Verteiler brauche ich. Hä? Verbindung, nicht Verteiler. Und dafür brauche ich was? Wo sind jetzt bitteschön auch das Licht vor mir, alles klar. Dann bauen wir noch mal gerade welche. So, jetzt haben wir die. Jetzt gucken wir gerade ein Stück weiter. Rucksack will ich nicht, will sondern, ah, jetzt habe ich da auch noch zwei hingestellt. Gut. Können wir den noch weiter nach da stellen? Ja, aber gar nicht weit. So, Wind ist hier auch. Da ist irgendwie eine schicke Kiste, aber ich glaube, da brauche ich Dynamit für, um die aufzumachen, ne? War doch so, ne? Objekt. Sprengstoff geöffnet werden kann. Da ist das gleiche. Da ist eine super Forschungsprobe. Das Ammonium, ne? Ja. Und was ist hier? Guckt hier raus. Hier guckt was raus, was ich noch nicht habe. Graphit habe ich doch schon. Na, warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal graben. Da brauche ich jetzt mein Werkzeug, muss ich was dran ändern. Ah, oh, das ist auch so ein Teil, ey. So, jetzt. So, jetzt sehe ich das wieder. Das ist besser so. Aber das will ich gar nicht sehen. Ich will jetzt eigentlich Material haben. Reicht das hier? Nein.
Das reicht. Region Hügel, okay. Kann ich das abbauen hier, oder? Keine Ahnung, was es ist. Da ist auf jeden Fall Graphit. Das brauche ich aber nicht. Der ist zu weit weg. Kriege ich jetzt mein Graphit hier irgendwo, mein Wolfram irgendwo hier nochmal weg. Keine Dinger mehr da. Ja, okay, ich denke mal, wir... Ach, da oben ist noch was, dann... Komm, lass uns das gerade mal machen hier. Abbauen. Jetzt ist hier aber zu wenig gemischt, ne? Okay. Warte. Die Leitung müssen wir wieder richtig hinstellen, damit das funktioniert. Und da vorne habe ich irgendwas gesehen. Ist da das, was ich brauche? Rucksack auf. Und wo ist mein Graphit? Ich habe doch gerade Graphit gehabt, oder? Das war doch voll. Habe ich den jetzt verloren? Sag nicht, der ist hier irgendwo runtergefallen, ey. Da ist doch auch noch eine Stelle frei. Doch noch nicht fertig hier. Doof. Hier war doch jetzt gerade Dingens noch. Jetzt haben wir's. Da rein. Und weitere Dinger drucken. Gut. So, jetzt geht's weiter. Hier lang. Warte, hier ist keine Verbindung mehr. Da ist er. Und da gibt's alles das, was ich brauche. Kann er sein? Weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie das da unten da ist. Okay, jetzt würde ich sagen, müssen wir hier was abbauen. Oh, warte, hier müssen wir erst wieder so ein Ding hinstellen. Uns fehlt wieder so ein Teil. Dahin, sehr gut. Und bauen wir gleich hier einen hin, weil der kann nicht weit weg sein, dass ich den auch aufstellen muss. Da. Zinkblende. Nein, ich brauche keine Zinkblende. Okay. Das bedeutet, wir gehen erstmal zur Rakete zurück, weil jetzt haben wir erstmal genug Sachen, die wir erst wieder gucken müssen, wo wir die lassen. Keine Ahnung. Ein bisschen doof gelaufen jetzt hier, dass wir das nicht mitkriegen, aber was soll's. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwo gleich noch Wolfram mitfinden, weil das ist das, was wir brauchen. Leider hier nirgendwo zu sehen. Weiß nicht, ob Hügel reichen oder Berge sein müssen. Wenn, dann sind wir hier an der falschen Stelle wohl. Keine Ahnung, wo unsere Basis ist. Springen wir gerade hin und dann müssen wir weiter gucken. Aber ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.